Hallo, liebe Necromaus. Willkommen zurück beim Dead Space Remake. Es geht weiter. Oh Mann, hab ich Bock. Ich musste jetzt erstmal ein paar Tage pausieren. Hatte ein bisschen viel zu tun. Deswegen ein bisschen Abstand zwischen dem Spiel jetzt gehabt. Jetzt muss ich mich erstmal so ein bisschen orientieren. Was geht denn? Da so lang. Ach ja, der Regenerator. Jetzt kommt's gerade wieder wie... Jetzt mir gerade wieder wie Schuppen von den Augen. Der Bastard. Nicht sehr klug, Mr. Clark. Mein Jäger mag sich regenerieren. Aber so etwas nimmt er persönlich. Tut er das, ja? Oh Mann, ey. Diese Verfolgungsjagden mit dem Regenerator sind halt echt nicht so lustig. Ich meine... Er ist nicht gefährlich, wenn man ihn auf Abstand hält und ihn mit der Stase halt bespaßt. Aber ich sag mal so. Geh fort mit dir, du Sack. Ah, da ist er doch. Keine Energie. Auch die Musik, ne? Verdammt. What? Das ging durch ihn durch. Ah, Hilfe! Jetzt hinter mir her. Halt, stopp. Stopp. Okay. Ich muss die Energie versorgen. Ach, da. Gut. Das hätte böse ins Auge gehen können gerade. Also die Verfolgungsjagd mit ihm sind hier im Spiel gefühlt jetzt noch ein bisschen intensiver als vorher. Also so... Man muss ja auch sagen, dass der... Ich muss kurz mal... vielleicht mal kurz einen Schluck trinken, mein Hals ist ein bisschen trocken. Die Verfolgungsjagd mit dem Regenerator sind nochmal ein bisschen intensiver geworden. Auf die Tatsache hinweg, dass er gefühlt ein bisschen schneller ist als vorher. So mein Gefühl, aber ja. War den ganzen Tag schon so viel am Babbeln. Deswegen... Warte mal. Geh doch auf. Aha. Was haben wir denn da? Strahlenkanone müsste es sein. Die Framerate, ey. Guck's dir an. Was ist denn los? Okay, das geht wieder mal nicht, ey, okay. Muss ich mal gucken, was da wieder los ist. Bin gleich zurück. Okay. Ah, hier habe ich was verpasst. Logbuch der Chirurgie, Dr. Charisse Mercer. So eine Schande. Zu Beginn meiner Nachforschungen waren Terence Kynes Erkenntnisse über den Marker von unschätzbarem Wert. Jetzt schickt er nur noch Mitteilungen wie diese hier. Sie schlechter. Ich habe ihren Jäger gesehen. Ich weiß, wer das war. Zelluläre Regeneration. Großer Gott, sehen Sie nicht, was Sie getan haben? Ich stimme Amelia zu. Wenn das Unitology ist, will ich damit nichts zu tun haben. Meine Diagnose? Der arme Terence leidet an der gleichen Demenz, von der auf der Regis-7-Kolonie berichtet wurde. Amelia zum Beispiel. Die einzige Amelia, die er je erwähnt hat, war seine Frau. Und Amelia Klein starb vor 7 Jahren. Ah, da habe ich doch gerade was vergessen. Ich bin noch so ein bisschen getrieben vom Regenerator. Deswegen... Ich habe gedacht, der wäre noch hinter mir, aber... Nee. Deswegen gucke ich nochmal hier in den Ecken, ob nicht noch irgendwo hier was liegt. Aber ich glaube, das sieht gut aus. Dann kann ich mich wieder auf die Socken machen. Bevor dieser Drecksack wieder auftaucht.
Aber die Musik gerade, ne, die jetzt im Hintergrund läuft, Alter, wie geil. Mega geil gemacht. Also Sounddesign und der Soundtrack. Das ist großartig. Ah ja, genau, jetzt kommt noch so einer. Der ist tot, denke ich mal. Ich habe halt für den Plasma-Cutter nicht mehr viel Munition. Das ist sehr schade, deswegen muss ich auf andere Waffen ausweichen. Rahmenkanone bewahre ich mir noch auf für den Notfall. Das ist halt mal so mein Last Support, wenn jetzt alle Stricke reißen. In dem Gang war ich zwar schon, aber ich gucke nochmal, ob vielleicht noch die eine oder andere Kiste hier liegt. Mit Stufe 2 oder sowas, die ich aufheben kann. Ja, ich muss zurück, ja, ich weiß. Da ist noch was. Logbuch der Chirurgie, Dr. Janice Mercer, Experiment 5 zur Gehirnregeneration. Diese Kinder des Markers, Kainz, Necromorphs, haben ihr alles nötige Material geliefert. Und die Überträgervariante hat eine wichtige Erkenntnis gebracht. Die Implantation des Materials direkt ins Gehirn führt zu optimalen Ergebnissen. Dazu muss natürlich das Stirnbein durchbrochen werden, direkt über den Labella. Oh boy, Mercer ist halt so ein verrückter Wissenschaftler, wie im Buche steht. Okay, hier haben wir noch einen Textlog. Jetzt hat die Musik aufgehört auf einmal. Schade. Da ist halt alles verschlossen, weil Mercer alles abgeriegelt hat und hier ist sein Labor. Da kriegen wir nochmal ein großes Medikit. Aber der Regenerator lässt nicht lange auf sich warten. Ein Halbleiter. Haben wir noch einen Textlog. Ja, hier in dem Textlog erklärt er im Prinzip seine Experimente und was er herausgefunden hat. Er hat halt versucht, das zu verstehen, wie die Necromorphs funktionieren und was es mit dem Marker so auf sich hat. Warnung, lokale Türprotokolle sind fehlerhaft. System wird neu gestartet. Bitte warten. Oh, er lebt noch. Moment, ich kann helfen. Nicht mir. Retten Sie die Hydrostation. Hier sterben alle. Die Luft ist Gift, aber es ist noch Zeit. Ihr Enzym funktioniert denn. Sie braucht nur flüssigen Stickstoff. Retten Sie uns. Wen soll ich retten? Was soll ich tun? Scheiße, er hatte recht. Die Luftqualität nimmt im ganzen Schiff ab. Irgendetwas vergiftet den Sauerstoff auf der Hydrostation. Ja, da müssen wir nämlich jetzt hin. Die Hydrostation. Ich kann's wohl reparieren. Er sucht nur noch. Muss noch warten. Im Kryogeniklabor müsste welcher sein. Okay, sonst bleibt uns auch nicht viel übrig. Ich mach dir den Weg ins Kryo frei. Türprotokolle neu gestartet. Vielen Dank für Ihre Geduld. Hier wird Abriegelung auf. Jawohl, ja. Sorge, Flüssigstickstoff. Toxische Gefahr registriert. Okay. Hoffen wir mal, es geht jetzt wieder einigermaßen. So. Er schickt mich halt zurück, aber eigentlich schickt er mich hier lang. Mir geht so langsam die Luft aus. Habe ich noch Luftkanister mit? Nee, habe ich nicht. Lebensenergie mit. Das ist Sauerstoff. Die Leichenhalle. Soll ich hier? Achso, da lang. Dachte schon gerade, hä? War hier noch was drinne? Check's einfach mal kurz aus. Nee, ist nix. Okay. Dann kann ich ja wieder gehen. Sauerstoff, oh Sauerstoff. Bin ein ganz armer Tropf.
Moin. Oh. Guten Tag. Und tschüss. Ich muss sie nicht alle töten. Ich kann auch einfach gehen. Was soll ich denn hier machen? Achso. Auf reingepumpt. Wenn die Luft schon so schlecht ist. Ich brauche einen schnelleren Weg zum Kryogeniklabor. Ich öffne die andere Tür vom Chemielabor. Von da aus kommst du direkt hin. Okay. Ich werde jetzt nochmal kurz in den Shop gehen. Ich habe noch ein paar Sachen im Inventar, die ich gerne loswerden will. Ionenkondensator für die Strahlenkanone. Strahlenkanone können wir uns auch gleich mal angucken als Waffe. Die ist eigentlich auch echt interessant. Aber finde ich ein bisschen doof zum Handhaben. Ich weiß nicht. Mir gefällt die nicht so. Aber jetzt haben wir auch vorher ja die Munition bekommen dafür und jetzt habe ich die Waffe. So, genau. Den da verkaufen, der gibt gut Cash. Und dann gucke ich nochmal im Inventar. Heilung habe ich genug. Ich habe auch noch genug Heilung dabei. Ripperklingen habe ich und dann die Strahlmunition. Okay. Das ist soweit in Ordnung. So. Da ich keine Plasmakarte aktuell habe, werde ich, beziehungsweise kaum Munition, werde ich mal auf die Strahlkanone wechseln, weil dafür habe ich mehr Munition. Ich werde jetzt mal kurz den Plasmakarte austauschen gegen die Strahlkanone. Man kann mit der Strahlenkanone als Alternativ so eine Laserfalle machen. Es wirkt im Prinzip wie so eine Falle, die man auf dem Boden macht. Und dann, wenn der Gegner reinläuft, werden die halt zersäbelt. Ist eigentlich ganz praktisch, wenn du vor allem jetzt mit mehreren Gegnern zu tun hast. Aber so an sich, die Strahlenkanone ist halt auch so vom Ziel her wie ein großer Plasma-Cutter. Was zum Henker? Ich hab das Vieh gerade gar nicht wahrgenommen, so im Dunkeln. Hat Isaac so einen Herzschlag? War ich hier schon drin? Ich glaube ja. Kommt was? Nein! Lasst mich! Nee, was soll ich sagen? Zu den Sidequests, da, wie gesagt, kümmern wir uns später drum. Muss jetzt aktuell nicht unbedingt sein. Weil wir, wie gesagt, die Freigabe Nummer 3 noch nicht haben. Also für die anderen Räume. Ich glaube, der Regenerator könnte hier nochmal auftauchen. Sicher bin ich mir nicht. Come on. Weg mit euch. Ich habe den Flammenwerfer nicht dabei und mit der Waffe da drauf zu ballern, macht halt nicht viel Sinn. Da rein. Was ist hier noch? Den Knoten habe ich schon mitgenommen, da komme ich nach oben. Ja. Gehen wir mal rein. Ihr greift mich hoffentlich nicht an, ihr Körperteile. Ach, da war der Regenerator drin. Ah, ja, okay, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Ja, ja. Ja, Dr. Mercer, den haben wir nicht zum letzten Mal gesehen. Der, was ist denn jetzt? Ja, das Spiel hat massive Performance-Probleme. Es gab ein Patch. Freigabe der Stufe 3 erforderlich. Es gab ein Patch für das Spiel, den habe ich heute runtergeladen. Der wird aber erst morgen aktiv, weil morgen ist Release dieses Patches. Und vielleicht behebt er so ein paar kleinere Technical Issues. Mal sehen. Wie gesagt, rein optisch sieht das Spiel besser aus als der Callisto-Protokoll, kann man sagen. Finde ich persönlich. Aber ja, es ist halt sehr performance-hungrig. Ich meine, ich spiele es auch in... mit Raytracing, DLSS 2.0 und so weiter und so fort. Deswegen gibt es hier und da mal ein paar Performance-Probleme, weil das Spiel saugt halt schon wie blöd. Also wenn man es wirklich in sehr hoher Qualität spielen möchte, braucht man halt schon echt eine gute Kiste dafür. Ich habe halt gedacht, dass meine Kiste dafür ausreicht, aber anscheinend nicht.
So, jetzt kommt so der eigentliche Kampf gegen den Regenerator, denn hier sind schon Necromorphs drin. Ich glaube, die kommen auch raus. Plus der Regenerator, den müssen wir da einfrieren. Wir müssen im Prinzip hier gleich in diese Kammer rein und dann diese Türen schließen. Wo wir ihn dann hier einfrieren können. Weil hier ist der Stickstoff und dann dürfte er nämlich gleich dann auftauchen. Deswegen, ready. Eigentlich müssen wir nur warten, bis er hier zu uns reinkommt. Mit... am besten mit der Strahlenkanone eine verpassen. Genau, eine Falle hinmachen. Also geil, Isaacs Anzug hat auch, ist auch schon so ein bisschen eingefroren, dadurch, dass es hier drin so kalt ist. Er ist halt ein Sympathisant von Unitology. Das merkt man halt auch. Mit oder ohne sie? Aber sie haben sich wohl schon. Es dürften die Necromorphs sein, die ihre Körperteile verlieren können. Bin mir nicht sicher, ob die jetzt noch rauskommen. Der Regenerator kommt auf jeden Fall. So, da ist er schon. Na komm, Dicky. Daneben. Hab ihn noch getroffen, mein Gott. Warum stirbt das nicht? Darf ihn nicht komplett töten? Er muss hier rein. Okay, jetzt habe ich ihn soweit. Okay, komm her. Okay, hier lang. So, das dürfte passen. Es ist er bewegungsunfähig und jetzt kann ich ihn einfrieren. Easy. Der Kerl hat mich ausgesperrt. Alles okay, also? Ich stoppte den Jäger. Aber Mercer ist weg. So, wieder volle Lebensenergie. So halt. Also fast. Du musst die Kabine des Kleines Schitzel fehlt noch. Und Hammond warnen. Okay, sie wird versiegelt, aber seit Hammond zum Besatzungsdeck ging, erreiche ich ihn nicht mehr. Isaac, die Luftqualität nimmt ab. Wir müssen die Hydrostation mit flüssigem Stickstoff reparieren. Okay. Versuch's weiter bei Hammond. Mercer... ist noch nicht fertig. Ich bin auch noch nicht fertig mit Mercer. Errungenschaft freigeschaltet, wahre Gläubige. Kapitel 6 haben wir damit abgeschlossen. Aber wie gesagt, der Regenerator ist noch nicht tot. Isaac, die Monorail auf der Hydrostation ist abgeriegelt. Du musst einen anderen. So, wir bekommen noch was von ihm. Nämlich einen Knoten. Nee, Gewebeprobe. Dort hast du den kaputten Waggon von den Schienen entfernt. Es gibt da eine Zugangstür zur Hydrostation. Hast du was gefunden, Isaac? Es ist, nennen wir es eine Gewebeprobe. Von Mercers persönlichem Jäger. Vorsicht. Wer weiß, welche verrückte Wissenschaft in diesem Ding steckt. Vielleicht kann ich es herausfinden. Und auch, was Mercer vorhatte. Wenn ich schnell bin, hier muss ein DNA-Scanner in der Nähe sein. So, jetzt haben wir ein weiteres Hackquest gefunden. Das ist interessant. Deswegen gucke ich mal gerade. Ja, Gewebeprobe scannen. So, wo muss ich da lang? So lang.
So, habe ich die Necromos schon gelootet? Ich dachte, das macht sich selbstständig. Okay, der hat nix. So, jetzt habe ich wieder Plasma-Cutter-Energie, wunderbar. Ja, da ich die Strahlkanone noch nicht aufgepimpt habe, ist es halt so, dass die jetzt zwar Schaden macht, aber der Schaden nicht so groß ist. Im Vergleich zu meinem Plasma-Cutter jetzt zum Beispiel. Seht ihr das, Scanner? Nee, ich muss weiter. Es geht noch ein gutes Stück zurück. Hä? Muss ich dafür in einen anderen Bereich? Muss dafür sogar in einen anderen Bereich, okay. Aber ich würde sagen, zum Ende der Folge machen wir das jetzt noch mit dieser Gewebeprobe. Weil es interessiert mich, was wir da jetzt bekommen. Wenn wir das da abgeben. Hier geradeaus und dann links. Für mich Orientierungslegastheniker ist diese Funktion halt in Dead Space schon immer super geil. Ich nutze es immer, wenn ich kann. Hier jetzt raus und rechts. Oh, halt, warte mal. Wenn wir gerade hier im Shop sind. Ich würde noch mal gerne kurz was gucken. Ich habe 31.510. Ich überlege mir gerade, ob ich mir vielleicht noch das Upgrade hole für die, das Impulsgewehr. Das kostet 11.000. Dann kann ich da auch noch mal ein bisschen was rein investieren. Laserkanone gibt es auch noch ein Upgrade. Das ist der Ripper, das ist der Flammenwerfer. Genau, und das müsste jetzt die Strahlenkanone sein. Ja. 11.000, ja, komm, ich kauf's mir. Dann habe ich das. Und dann kann ich bei der nächsten Werkbank mir da noch was an Upgrades leisten. Ich werde höchstwahrscheinlich auch, wie gesagt, nochmal New Game Plus machen, aber das werde ich dann für mich dann machen, nicht im Let's Play. Hallo? Achso, hat schon. Und dann, was ich dann noch machen werde, ist einen Livestream Plasma Cutter Only Run. Ach, hier waren wir ja. Ah, okay, der lutzt mich nach unten. Hier waren wir schon lange nicht mehr. Jetzt gucke ich mich mal gerade nochmal hier in diesem Bereich um, ob es hier, wie gesagt, auch nochmal Kisten gibt mit Stufe 1 oder Stufe 2 Freigabe. Weil vielleicht kann ich jetzt hier noch irgendwas öffnen. Hier war ich ja schon, aber... Dieser Sound von irgendwelchen... Von irgendwelchen Kindergelache oder Gesingsang. Come on, bitte nicht. Dass er dafür aber stehen bleiben muss, ist halt so ein Ding. Ich fände es cooler, wenn er es noch irgendwie im Laufen machen könnte. Wisst ihr, was ich meine? Wenn er halt so läuft und dann den Scanner noch aktiviert nebenbei. Nicht dafür, nicht jedes Mal stehen bleiben muss. Okay. So. Gewebeprobe. Ah, hier ist der Scanner. DNA-Analyse wird gestartet. Übereinstimmung cool. Gefunden. Brand Harris, Abbaumitarbeiter. Aegis 7. Eingetragener Arzt. Dr. Chalice Mercer. Warnung. Schwere DNA-Anomalien gefunden. Rig-Tracking ist verfügbar, um mögliche Ansteckungen zu verfolgen. Autorisieren. Harris, was hat Mercer Ihnen angetan? Autorisieren. Synchronisierung der Referenzpunkte mit dem Rig-Sender. Wir danken Ihnen für Ihr Engagement für die öffentliche Gesundheit. Alright. Das hätten wir erledigt. In der Harris-Bett auf der Intensivstation. Okay, wo wäre das denn? Ist das weit? Weil dann könnte ich das vielleicht jetzt auch noch machen.
vorsätzliches Fehlverhalten. Mercer hat ein regenerierendes Monster erschaffen, das er Jäger nennt. Ich muss wissen, womit ich es genau zu tun habe. Ort Krankenstation. In DNA Aufgabe zufolge, Angaben zufolge war dieser Jäger ein Minenarbeiter namens Brand Harris. Klingt, als hätte Mercer Harris auf der Intensivstation der Krankenstation behandelt. Dort könnte es weitere Beweise geben. Ziel verfolgen. So, dann gucke ich mal gerade auf die Map. Okay, er schickt mich wieder nach oben. Gut. Wenn ich gerade hier bin, gucke ich mich nochmal hier kurz in den Räumen halt um. Guck mal, hier ist eine Workbench. Hier ist es dunkel. Das gefällt mir nicht. Aber die Workbench nehme ich gerade mit. Denn ich habe 3 Knoten und das natürlich. Jetzt habe ich 4 insgesamt. Ich muss es nicht ins Impulsgewehr stecken, aber ich würde nochmal gerne was in den Anzug stecken, wenn das passt. 2 könnte ich opfern, dann hätte ich nochmal mehr Lebenspunkte, was mir für ein Ende des Spiels auf jeden Fall von Nutzen sein wird. 175 Punkte. Chinese Reifreichweite. Ja, komm. Machen wir. So, das heißt, 2 habe ich noch übrig. 1 würde ich noch in den Plasma-Cutter stecken, weil ich gerne jetzt das hier hätte. Die Munitionskapazität wird deutlich erhöht. Andererseits wäre der Feuerschaden auch nicht schlecht. Oder ich könnte noch 2 hierhin stecken und nochmal mehr Schaden mir leisten. Das wären so 2 Sachen, die möglich wären, weil das bekomme ich nicht. Weil dazu bräuchte ich 3 Knoten. Ich könnte mir noch einen kaufen und dann könnte ich das haben. Mit dem Brandschaden. Oder ich hole mir noch das hier, Munitionskapazität und Nachladen. Das wäre natürlich auch möglich. Aber ich glaube, ich gehe auf Damage. Hole mir Nachladegeschwindigkeit plus Schaden. Und damit hätte ich's. So. Hier werde ich speichern. Denn wir sind am Ende der Folge angelangt. Udi. Aber ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich werde jetzt schon mal in Richtung dieser Quest gehen, ne? Weil wir verbringen halt auch sehr viel Zeit mit Laufen und die Räume kennen wir jetzt halt schon. Deswegen ist es halt auch nicht so interessant zu sehen, wie ich von A nach B laufe, denke ich mir. Deswegen machen wir die Sidequest nochmal weiter, die wir jetzt angefangen haben mit dem Regenerator, dass dann eine eigene Backstory bekommt, finde ich irgendwie ganz interessant. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Episode von Dead Space, dem Remake. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.